nicht mehr machen. Kacke. Was jetzt kommt hier der Polizist. Ja! Ich kann die für einen Film. Ja, ja. Willkommen Leute zu einem weiteren Video aus Miami, mit dabei El Minion. Und zwar haben wir heute etwas ganz Besonderes vorbereitet. Und zwar sind wir in Amerika. Hier gibt es ganz besondere Möglichkeiten. Weißt du auch schon, was es sein wird? Okay, natürlich weißt du auch schon, was wir heute machen. Genau, wir werden heute auf den Schießstand gehen. Der Verlierer, der muss ein Eis ausgeben. Ja, okay, aber das ist unfair, weil du hast ja nicht schon trainiert. Ich habe über 2000 Stunden Counter-Strike gespielt. Ich habe auch Call of Duty gespielt. Ja, dann ist es ja ein faires Match. Ich war am 21. öffnet der Above Fuel Shop. Und zwar wird es den Zipper wieder geben. Es wird auch den Wheelie Lessons Hoodie geben. Und zwar ist das der Wheelie Lessons Hoodie. Den wird es auch am 21.02. geben. Und es gibt ein Special-Produkt. Das ist ein Überraschungsprodukt. Es ist kein Hoodie, kein T-Shirt. Hä, was denn? Ja, das ist ein Geheimnis. Es ist eine Überraschung. Sind wir falsch gefahren? Hallo? Warum redest du nicht mit mir? Was machst du? Was ist mit dir? Ja, ich wurde angerufen und das Navi, das führt uns komplett woanders lang. Ich habe keine Ahnung, wo der lang will. Wenn David mal wieder zu langsam fährt oder der dich abziehen will, dann machst du so und dann machst du beim Runter wieder so und dann fährst du ab. Ja, genau. Kannst du nochmal machen und üben. Und dann Vollgas? Ja. Maurice. Rettung naht. Kacke. Gibt es nicht da. Kackautomat. Ist mir zu anstrengend. Nö, ich hab da keinen Bock mehr. Ich tank nie wieder. Kacke. Beruhigen Sie sich mal, okay? Nein. Du stehst an der Kava. Nö. Problem Nummer eins ist, dieser Automat, der muss Respekt haben. Deshalb musst du mir erstmal eine Schelle geben. Guck, und dann macht er nämlich auch, was du willst. So. Machst du so. Und schon kommt die Zauberflüssigkeit hier raus. Wenn der Typ pinkelt, ne, dann machen die das immer so. Du wackelst dann, ne. Man denkt jetzt, es kommt nichts mehr. Und dann ist das jetzt die Hose, ne, so. Guck, und dann ist da noch was. Dann hast du ja die Pipi in deiner Hose. Ja, ein bisschen. Machen wir eine Rechtskurve oder nicht? Ja, da steht doch rechts halten oder nicht? Nö, aber wir sind richtig, glaube ich. Ja, passt schon. Hey, ich weiß gar nicht, ob wir richtig sind. Perfekt, Stöpsel. Ich glaube, wir sind falsch. Ja. Wir sind falsch? Perfekt. Och nö, wie viel länger brauchen wir jetzt? Wir müssen da eigentlich sein. Hier nur 2 Minuten länger. Nur 2 Minuten länger, wenn du dich jetzt nicht nochmal verfährst. Dann sind es nur 2 Minuten, ja. Es ist deine Schuld. Frauenlogik. Es ist dein Handy. Du hast auf deinem Handy Navi an. Es ist deine Schuld. Ja, hä? Hier bleiben. Oh. Hier bleiben! Ich hab verstanden. 4 Meilen. Hier bleiben 4 Meilen. Ja, richtig. Willst du nochmal nachgucken, oder? Ich hab grad schon nachgeguckt, weil ich mir nicht sicher war. Glaube ich. Hä? Ja, ja, doch, doch. Wir sind schon, wir sind schon richtig. Aha. Ich brauche kein Google Maps. Ich überlege, wo wir lang müssen. Ich glaub, vielleicht machst du das, bevor wir auf die Kreuzung fahren. Oh, Maurice, das ist so kacke, wirklich. Hey, jetzt steht da wieder 7 Minuten. Ich will das nicht mehr machen. Kacke. Boah, wir müssen jetzt schon da sein. Kann nicht sein. Hä? Wo fahren wir denn jetzt lang? Fahr hier raus. Weiß ich nicht. Hä, sind wir nicht eben schon mal hier lang gefahren? Jetzt sind wir wieder durchgefahren. Wir mussten schon wieder raus. Och, Joycey, was machst du? Ich kann das nicht mehr. Da stehen Pfeile. Du fährst wieder falsch. Kann nicht wahr sein. Route wird neu berechnet. Wie kann man endlich so oft verfahren? Das ist. Darf ich mal kurz wiederholen? Nur 2 Minuten länger, da bist du die ganze Zeit lang gefahren. Ah ja, stimmt. Oh oh, hier ist ganz viel Polizei. Oh oh. Kommen Sie mit. Joy freut sich schon ganz besonders. Das Allerwichtigste ist, dass du dich auch mental darauf vorbereitest, okay? Also schließen Sie mal kurz die Augen. Das ist wie beim Motorradfahren. Vor dem Motorradfahren bereitest du dich natürlich auch mental noch darauf vor, oder? Machst du das? Guck dir das an, guck mal hier, die Skins. Damit kenne ich mich ja aus. Ja, damit hast du die 100er Prezi, ne? Das Gar spiele ich nämlich immer. Du musst dir jetzt davon eine aussuchen. Alter, wenn ich damit schieße, fliege ich doch voll nach hinten weg, oder? Nee, das schaffst du. Echt? Gewehr ist einfacher als Pistole. Echt? Boah, das ist sogar eine AK, die ist krank. Jeder hat jetzt hier ein halbes Magazin AK. Wir werden jetzt schauen, wer besser trifft. Und der Verlierer muss ein Eis ausgeben, okay? Toll. Voll unfair. Du hast das schon mal gemacht. Das zählt nicht. Gib dir kein Eis aus. Dieses grüne Magazin sieht irgendwie ein bisschen kacke aus. Ja, ne? Ja. Fake. Okay, spread your legs. Alright. Left foot forward. Perfect. Lean forward. Aber ich hab Angst. Brauchst du nicht.
Anfängern abzufangen. Pause? Ja. Oha. Ja, oder? Dann wollen wir mal mit der schießen. Let's go. Finger vom Abzug. You were shooting like this, and you're gonna face the target and you lean forward to the target, okay? And you lean forward to the target, and then you can take your shot. Ready? Hast du es gut in der Schulter? Ja. Okay. Okay, Jungs, schaut euch mal diesen Reifen an. Hier kommt schon der Draht raus. Das heißt, den werden wir jetzt einmal wechseln. Servicetag Nummer 2 für die ranzige Honda. Und jetzt wird hier mal der Reifen gewechselt. Hier steht auch schon die Mini-Supermoto. Ja, hier kommst du auf jeden Fall auf den Boden. Setz dich drauf. Und, wie kommst du auf den Boden? Oh, das ist mein. Das ist meine Supermoto. Ja! Gut, du kannst jetzt sogar kicken. Genau, da. Kann ich direkt durchziehen? Ja, direkt. Schwer, aber es geht. Ja, fast. Ich hab mir die voll gegen mein Schienbein gehauen. Oh, es gibt einen blauen Fleck. Den hast du dir jetzt verdient. Au. Tut so weh. Hey, ich check's nicht. Du musst. Wie geht die ganze Zeit aus? Ja, so, jetzt ziehst du die. Du darfst nicht komplett Gas geben. Du gibst einfach ein bisschen mehr Gas so. Und dann lässt du die Kupplung kommen. Und macht Bock? Ja, schon. Aber wie steht mir das Bike? Sieht normal groß aus jetzt, ne? Ja, sieht richtig geil aus. Sollen wir mal tauschen? Jetzt bist du auf der großen. Und da ist noch der Sticker drauf vom neuen Reifen. Wow. Sieht so winzig aus, als wäre das Bike einfach so gewachsen. Jetzt, oh mein Gott, mach mal bitte gleich auch noch ein Video von mir. Me and my money attached emotionally. I get a clutch and if you get. Dann parken wir jetzt hier erstmal bei dem Bikes-Parking-Spot. Was jetzt kommt hier der Polizist. Hello! Sorry, wir haben nicht an dem Stoppschild angehalten. Ich dachte schon, jetzt gibt's Ärger. Wenigstens habe ich einen neuen Hinterreifen. So, hier gibt's ganz viele Läden. Wir gucken jetzt erstmal, was es hier gibt. Ich kann nicht für alle Ballen. Ja, ja. Gott, die Frau hat dich gerade voll komisch angeguckt. Guck mal, der hat gerade Kacker gemacht. Guck mal, der hat hier gerade hingekackt. Guck mal, der Durchfall. Bah! Das kann nicht wahr sein! Du willst kein Eis für Schokolade! Die armen Tiere, ey wirklich. In Deutschland wird so ein Laden nicht existieren, weil der wird auch den Hate bekommen, den er verdient.